Und damit geht es jetzt hier auf Twitch sofort weiter. Und ja, diese Folge wird auch ein bisschen länger. Ich dachte nur, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt nach dem Schock mit Flap. Eigentlich hätte es sich sogar gepasst, nachdem wir aus dem Kongo zurück waren, dass wir einfach mit einem komplett neuen, ja, sagen wir mal, Kapitel. Okay, hier eine zerrissene Karte von irgendwas. Aber er geht nicht genauer drauf ein. Dann liegen Prag hier wurde über. darin erwähnt, aber der genaue Standort hätte überall sein können. Zwischen den letzten Seiten lag das Foto eines großen Schlosses. Auf der Rückseite war ein Drachensymbol. Viele solcher Schlösser konnte es in Prag nicht geben. Ich wusste genug, um Susarrow aufzuspüren. Oder das war jetzt einfach, dann hätten wir Sachen der letzten Jahr noch eben machen können. Naja, egal. Sind wir hier richtig? Das ist ja noch unheimlicher als auf dem Foto. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Melden sich da etwa deine Vampirjägergene? Tut mir leid, George. Heute nicht. Hoffentlich ist Bruno noch da drin. Jetzt bin ich echt sauer. Sieh die Sache positiv. Jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr über eine Autoverfolgungsjagd zu machen. Wir haben aber auch keinen Fluchtwagen mehr. Reden wir doch zuerst mal noch Nico? mit Nico. Ja? Hast du eine Idee, wie wir reinkommen sollen? Wenn du klug wärst, hättest du einen Lageplan mitgebracht. Danke für die Blumen. Aber das ist natürlich nicht deine Art. Deine offenbar auch nicht. Nein, ich improvisiere lieber. Macht mehr Spaß. Ganz meine Meinung. Eine Lösung findet sich meist von selbst. Dann reden wir mal hier ein bisschen was über Ich Bruno habe Angst, dass Ostwald. sie Bruno schon umgebracht haben. Hoffentlich hat er nicht zu viel ausgeplaudert. Dein Mitgefühl ist rührend, George. So, was mit dem Schloss? Dieses Schloss sieht uralt aus. Es ist aus dem Mittelalter. Tja, das kommt noch dazu. So, André, da haken wir alles Übrigens, ab und danach noch Lumino das und Auto. du, habt ihr... Haben wir was? Habt ihr etwa... Du weißt schon. Was weiß ich? Habt ihr es getrieben? Ach, das meinst du? Ja, das meine ich. Haben wir es getrieben? Das habe ich gefragt. Hör mal, George. André ist ein guter Freund. Ach ja? Dann wuselt er nur zufällig ständig in deiner Nähe herum. Er ist zufällig Experte für alte Handschriften. Wen hätte ich sonst fragen sollen? Einen uralten, klapprigen, hässlichen Experten natürlich. Was so hübsch ist jetzt André auch nicht. Ich bin zwar auch ein Schade, dass wir langhaariger den nicht Bombenleger, reparieren aber. können. Schwamm drüber. Das war wirklich kein ideales Fluchtauto. Okay, dann sind wir hier mit dem Gespräch scheinbar fertig. Was ist hiermit? Was willst du? Hallo, schöner Abend, Hau wie? ab! Ich brauche dringend Hilfe. Mein Auto. Pech! Ja, aber. Das ist ein Privatgrundstück. Hau ab! Okay. Auf die Art und Ich Weise finde, seinen geht's schon mal nicht. Umgangsformen fehlt der letzte Schliff. Hast du wirklich gedacht, er würde dich reinlassen? Ich habe jedenfalls bessere Manieren erwartet. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, halt. Auf den Säulen standen zwei steinerne Statuen. Hübsche Drachen. Wir sind hier nicht auf einer Bildungsreise, George. Trotzdem will ich mich der hiesigen Kultur nicht verschließen. So, okay. Ah, hier kommen wir aber hinter dem Zaun entlang. Schauen, vielleicht entdecken wir irgendwann irgendwo etwas. Zum Beispiel dieses Tor. Sieht aus wie ein Parkplatz. Oh, George, da drüben, im Licht. Zwei Gorillas mit Knarren. Patentrecht schien mir auf einmal ein faszinierendes Arbeitsgebiet zu sein. Die Eisenbeschläge wirkten sehr massiv. Es Sieh mal ist. da oben, auf dem Tor. Sieht aus wie ein Sensor. Vielleicht, um das Tor per Fernbedienung zu öffnen. Der Sensor war außer Reichweite. Verdammt, 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 da ist nichts mehr. Oder? Das würde ich auf keinen Fall tun. Okay. Wie ich mir gedacht habe, da ist nichts mehr. Gehen wir mal zum Auto zurück.
Vielleicht können wir da ja noch was, irgendwas rausholen, irgendwas finden. Keine Ahnung. Das Auto war dahingeschieden und ich konnte es nicht wiederbeleben. Okay. Auf den Säulen standen zwei steinerne Statuen. Das wissen wir doch. Darum geht's doch gar nicht. So. So nicht. Zunächst mal können wir irgendwas kombinieren. Das würde mich nicht voranbringen. Das war aber noch ein Versuch wert. Nee, Spaß. So. Den Co. können wir mit nix kombinieren. Okay. Können wir das hier mit irgendwas kombinieren? Nein, auch nicht mit dem Alpha-Stein. Schade. Hier nicht, hiermit nicht. Okay. So, die Karte wird dann auch nichts sein. Der Steinzylinder. Geht dir irgendwas? Nein, auch nicht. Okay. Dann weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich machen soll. Können wir die mit irgendwas kombinieren? Ne, wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay, dann probieren wir noch eine Sache aus, und zwar diese hier. Das würde mich nicht voranbringen. Okay. Wenn wir Nico hier benutzen. Nico, würdest du bitte auf diesen Knopf drücken? Was hast du vor? Vielleicht kannst du den Wächter dazu bringen, das Tor zu öffnen. Was willst du? Oh. Hallo, Cherie. Mein Auto hat eine winzig kleine Panne. Könntest du mir wohl helfen? Oh, dir könnte ich bei allem Möglichen helfen. Du bist zu süß. Du bist Französin, richtig? Unglaublich. Woher weißt du das? Ich komme viel rum. Oh ja, das glaube ich. Und was hat ein so hübsches kleines Ding wie dich hierher verschlagen? Ich habe Ferien. Verdammt, ich komme hier nicht viele Touristen vorbei. Ich habe mich verirrt. Und ich habe dich gefunden, Püppchen. Wo ist das Weichei? Er hat mich hier stehen lassen. Er meinte, er wolle Hilfe holen. Bah. Also, wo fehlt's denn? Mein Mietwagen ist irgendwie kaputt. Das ist ein Trabi. So sind die gebaut. Könntest du nicht zumindest mal nachsehen? Ich bin im Dienst. Ach bitte, ich wäre so dankbar. Dann überwältigen wir von hinten. Dankbar. Sehr dankbar. Nicht dankbar genug. Lass ihn eine Weile abkühlen, dann springt er wieder an. Oh, Menno! Ich habe mich auf der falschen Seite versteckt. Und nochmal Nico hier klingeln lassen. Kannst du ihn nochmal ablenken? So. Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich dir nicht helfen kann. Aber es ist so einsam hier draußen. Bitte, sprich wenigstens ein bisschen mit mir. Na gut, aber nur ein paar Minuten. Wie heißt du denn, Chiri? Boris. Und du? Hélène. Das ist ein hübscher Name. Boris auch. Findest du? Hm? Hey du, wo willst du hin? Hau ab! Verdammt. Verdammt, das war ein Versuch wert. Ich wollte mich reinschleichen. So, dann wären wir drin gewesen. Und dann... Probieren wir es aus. Wenn das jetzt nicht beim nächsten Mal nicht funktioniert, lese ich nochmal in der Lösung nach. Jetzt holt es gar nichts mehr an. Aha, doch, jetzt so. Ah, ich wollte gar nicht selbst klingeln.
Verzieh dich! Verdammt. So, noch einmal. Kannst du ihn nochmal ablenken? Fällt dir fast auf. George zieht sich ab und zu um. Nico hat immer noch dasselbe an. Bis auf den Kongo. Da hatte sie ein... wie heißt sie denn? Lara Croft Verschnitt an. Hör mal, Elaine, ich kann nicht dauernd rauskommen und mit dir reden. Nur noch eine kurze Moment, Boris. Bitte. Na gut. Wohnst du in Prag? Wenn ich nicht im Dienst bin, ja. Oh, lass uns hingehen. Wir beide. Nur du und ich. Wir könnten die Stadt besichtigen. Zu Abendessen. Tanzen gehen. Die erste Hürde hatte ich überwunden. Aber drinnen waren noch mehr Wächter. Oh, mit Hunden? Einige hatten Hunde bei sich. Ah, immer schön im Schatten bewegen. Speichern mal einmal hier ab. Das Problem ist, sie sind hier voll im Licht. Hoch. Auf der einen Seite schön brav runter. So. Das hat jetzt gerade... Ah, hier oben ist noch einer mit... Taschenlampe, wie es mir scheint. Okay. Jetzt verlässt der Hund auch seinen Posten. Ich glaube, der Hund ist das größere Problem von beiden. Ah, es ist keine Taschenlampe. So ein Suchscheinwerfer. Okay. Nehme ich sie jetzt, George, gerade da oben gesagt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Huh, kommt wirklich genau bis an diesen Mauerschatten ran. An dem entlang muss ich mich also bewegen. In Mülltonnen herumzuwühlen war eins meiner Hobbys. Mit ein wenig Glück findet man manchmal wahre Schätze. Ha! Schnur! Man kann nie wissen, wann man mal eine Schnur braucht. 100 Diese Pro Mülltonne mit war leer. Abgesehen vom Müll natürlich. So, jetzt haben wir eine Schnur gefunden. Ah,
das sah vielversprechend aus. Ein Hamburger, das Prachtbeispiel amerikanischer Kultur. Den halbgegessenen Hamburger steckte ich ein. Aha. Wahrscheinlich war das der Überlebensinstinkt des Großstadtbewohners. Nee, den können wir mit der Schnur kommen. Scheiße, können wir nicht. Den brauchen wir aber 100 pro noch. 100%. Ich meinte mich zu erinnern, dass James Bond mal etwas ganz Raffiniertes aus Alufolie gebastelt hatte. Aber leider wusste ich nicht mehr was. So, können das wir... würde mich nicht voranbringen. Na, das will ich doch gar nicht machen. Können wir es irgendwie mit irgendwas kombinieren? Die Alufolie fungiert bestimmt als Spiegel. Die Schnur für irgendwas herbeizuziehen und den Hamburger für einen Hund abzulenken. Drinnen sah ich nur halb gestrichene Wände und eine Menge Malerwerkzeug. Ich versuchte, die Flügeltür zu öffnen, aber sie war abgeschlossen. Nein. Oh. Gerade noch so rechtzeitig reingekommen. Okay. Aber was nun? So, die Tür ist auch zu. Ich versuchte, die Flügeltür zu öffnen, aber sie war abgeschlossen. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Okay, wisst ihr was? Ich gebe jetzt hier gerade ganz kurz auf. Ich will ja auch weiterkommen hier. Deswegen schauen wir hier einfach doch mal nach. So, die zweite Kraftquelle, Nikos Wohnung im Theater. Teil 3 außerhalb vom Schloss. Schauen wir einfach rein. Kann jetzt... So, einen Weg durch den Eingang zu finden, oft an den wachen Hund vorbeikommen, Nico den Zugang ermöglichen. Relevante Gegenstände, Hamburger, Fernbedienung für Wagenheber, Kurbel. Haben wir beides nicht. So, über die Treppe hoch. Das haben wir. Pass auf, das ist bla bla bla. Haben wir auch. Aha. Wir müssen also irgendwie das Ganze hier so in die Richtung kriegen. Das haben wir ja versucht, aber das ging nicht. Naja, probieren wir es aber nochmal. Wenn ich so in die Richtung drücken, geht doch auch nicht. Wie soll ich die denn schieben, bitteschön? Ach, das geht. Suchen geht das, okay. So. Okay, mehr musste ich gar nicht wissen. Das funktioniert ja so. Nein, runter. Ah, George. Hoch, hoch, hier dran, sind wir auf der Mauer.
Halt, gehen wir jetzt erstmal da hinten hin. Ich weiß, da ist nichts, aber immer schön speichern. Nicht vergessen. Haben nämlich noch 9 Minuten und die möchte ich ungern immer wieder neu spielen müssen. Hier ist nichts weiter? Das kann jetzt nicht sein. Ich bin ja jetzt nicht. Ah, halt. Sagen, er hätte sich hier hochgekommen, um. In der Eingangshalle sah ich noch mehr Wächter. Innen sah das Gebäude sehr elegant aus. Okay, ich muss hier runter. Ah, hier geht's noch runter. Das ist ja mal richtig gut. So, abwarten. Was dieser Wächter macht. Das ist nämlich der nächste, an dem wir vorbei müssen. Wie rum dreht er sich um zurückzugehen? Hier durch. Oh, nee, nochmal so ein Kisten-Rätsel-Dingens da. Gucken wir jetzt erstmal um, wo wir hin müssen. Okay, ich weiß gerade wirklich nicht weiter und ich schaue jetzt einfach nochmal nach. Ich bin so frei. Die Kiste ganz rechts als erstes, 2 Felder nach unten. Kiste können Mauer schieben. Okay. Probieren wir es aus. Also ich finde die Kistenrätsel hier echt saublöd. Das drüber. Drückst diese jetzt an die Mauer. So, hier hoch. Ah, oh, hier ist noch eine Wache. Ich könnte kotzen. Mein Ziel ist jetzt wohl durch dieses Tor da hinten zu gelangen. Erwischt. Oh, weil die Musik gerade so. Schnauze! Halt doch die Klappe! Abspeichern. Ich traue diesem. Schnauze! 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 Was ist los, Lumpi?
Puh. Speichern? Nein, bleibt doch offen. Kann man nach meiner Meinung jetzt gar nicht oft genug. Wo warst du so lange? Ich habe mit Boris über Ex-Freundinnen geplaudert. Siehst du den Hubschrauber? Ja, Sosaros Lieblingsfluglinie. Such nach einer Fernbedienung. Ich glaube, damit öffnet man das Tor. Ja, die ist auch 100 pro Hubschrauber. Weil man mit dem Hubschrauber so oft durch dieses Tor fliegt. Oh, Nico. Okay. Da kann man es verstecken. Da ist gutes Versteck. Da ist ein gutes Versteck. Hier kam ich nicht hinein. War ja ein Versuch wert. So. Da war ein kleiner Knopf. Ich speichere ab, bevor ich ihn drücke. So. Durch Drücken auf den Knopf öffnete sich das Tor, aber sobald ich losließ, schloss es sich wieder. Ah, raffiniert. So, falsche Seite. Da, kommen wir dran. Ich entschied mich dagegen. Hitzesuchende Raketen können einen ziemlich nerven, wenn sie versehentlich losgehen. Ich entschied mich dagegen. Ach, George. Hitzesuchende Raketen können einen ziemlich nerven, wenn sie versehentlich losgehen. Beeindruckend, auf dem neuesten Stand der Technik. Hm. Oh, das ist der Jeep von... Anscheinend hatte jemand angefangen, den Jeep zu reparieren und es dann gelangweilt aufgegeben. Nein, das ist doch der Jeep von... Der Hebel zum Senken fehlte. Okay. Alles war verschlossen, als hätten sie mich schon erwartet. Mercedes? Alte S-Klasse, das da alles auch. War verschlossen, als hätten sie mich schon erwartet. So, das tut er auch. Ich versuchte, die Flügeltür zu öffnen, aber sie war abgeschlossen. Hm. Kisten. Ich habe eine Allergie gegen Kisten, seit ich dieses Spiel spiele. Fässer und Kisten. Kisten und Fässer. Wenn ich weiß, was gemeint ist, sollte sich einfach alte Game One Folgen oder die Rocket Beans anschauen und einfach mal nach George McRae suchen. Ja. Das ist der alle, von dem alle Kisten und Fässer in Spielen stammen. Kisten und Fässer, Fässer und Kisten. Von George McRae. Naja. Sondern an dieser Stelle weiß ich nicht weiter. Deswegen, und die Zeit ist auch eigentlich abgelaufen, beende ich die zweite Folge für diese Woche. Die dritte folgt natürlich sofort hier gleich auf Twitch. Und, ich muss mir dieses und abgewöhnen. Verdammte Scheiße. Und ohne. Dann kommt gleich Folge 3. Wenn ihr das Ganze auf YouTube seht, dieses Video, dann kommt die nächste Folge am Samstag um 18 Uhr. Am 2. Mai. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis dahin. Euer Replika 666.